Anleitung heute wieder für euch. Und zwar geht es heute um Folie. Folie ist ja eine tolle Sache. Ich glaube, ich muss noch mal eben hier meinen Zoom ändern. Mal, warte mal kurz, das kriegen wir hin. Jawohl. Folie ist ja immer so eine Sache. Die einen haben Angst davor, die anderen finden es total genial. Dieses ist ja jetzt auch keine selbstklebende Folie oder eine Folie, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, es ist halt so eine Folie, die man selber so reinlegen, arbeiten muss. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr in erster Linie guckt, was habt ihr für einen Untergrund, was habt ihr für ein Design. Weil so Folie als solches sieht immer ganz toll aus, aber man muss schon gucken, dass man das so ein bisschen in dem Zusammenhang ein bisschen einbringt oder was Nettes drumherum macht oder eben dementsprechend eine sehr simple Nailart macht. Und das werden wir heute machen. Und zwar Folie und dann braucht ihr schwarzes Gel. Ich habe jetzt hier, ich finde das ganz toll, das ist nämlich von New, von Magnetic, das Folien- und Nailart Gel in Schwarz. Ist eine coole Sache. Wo ist mein Spotty? Spotty. Ach da. Hat sich versteckt. Der hat auch schon Wochenende. Ist ja auch schon Freitag. So. So schaut das aus. Das ist relativ standfest. Das finde ich aber ganz gut. Was ihr noch braucht, dementsprechend sage ich euch gleich. Aber prinzipiell können wir schon mal starten. Also, ihr habt einen Tipp. Und ich mache das dann in dem Fall so, hätte jetzt bei einer Modellage logischerweise Naturnagel vorbereitet, in Form gefeilt, hätte die Nagelhaut entfernt, hätte die Form korrigiert, hätte dann den Primer aufgetragen, das Haftgel aufgetragen, ausgehärtet, dann hätte ich das Make-up aufgetragen und ausgehärtet. Natürlich nicht so deckend, wie es hier ist, weil bis nach unten braucht ihr nicht unbedingt das Make-up. So, und wenn das dann soweit geschehen ist, dann kann man hier sich eine French ziehen. Da scheiden sich ja übrigens auch die Geister. Der eine sagte die Smileline, der andere sagte das French. Ich stelle gerade fest, ich kann das nicht in der Luft gehen. Das geht gerade nicht. Naja, gut. Aber ihr macht das dann zu Hause nochmal schön, ne? Das ist ja klar. So, ich glaube, ich muss mir immer einen Pinsel holen. Ich habe festgestellt, momentan male ich irgendwie die French lieber mit Pinsel. Habe ich auch so einen ganz kleinen, komischen Pfiffi. Aber mit dem geht das sehr gut. So. Und heute mal ein bisschen Drama. Witzigerweise ist dieses so ein richtiger No-Name-Pinsel, der eigentlich überhaupt gar keine Verwendung hatte. Den habe ich mir dann einfach ein bisschen zurechtgestutzt und siehe da, man kann hervorragend Smileline schreiben. Ja, ja, genau. Schmeilein schreiben. Nee, Smileline malen. Wenn man redet, dann vermalt man sich, dann muss man wieder neu anfangen. Also halt jetzt die Klappe, Nina, und mach das jetzt erstmal ordentlich. Okay, Chef, mache ich. So. Vielleicht muss ich auch mal wieder zum Augenarzt. Manchmal das Gefühl, als wenn meine Augen ein wenig müde wären. Naja, ist ja Herbst. Da sind wir alle müde. So sieht das dann aus. Das packe ich jetzt mal eben ein paar Minuten in die Lampe. Und zwar für 2 Minuten bitte. So, in der Zwischenzeit könnt ihr dann natürlich hier euren Arbeitsplatz schon mal wieder aufräumen. Das ist ja dann im Sinne, ne, so hier Cleaner und Pinsel sauber machen und so. Der ist auch sehr gnädig, der Pinsel. Der besteht ja nur so aus 3 Haaren, wie ihr seht. Aber, ja, der tut's ganz gut. Den habe ich mir so zurechtgeschrottet. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Ausgeschnitten. So. Achso, den Spotty auch nochmal sauber machen. So, dann könnt ihr euch nochmal eure Folie rausfummeln. Dafür braucht ihr am besten 2 Pinzetten. So, und ich habe jetzt hier, ich habe so einen Haufen, ne, wenn man das sieht hier, so ein ganzes Gebilde. Braucht ja kein Mensch, deswegen vorsichtig abmachen. Und wenn es geht,
vorsichtig auseinanderfalten. So, jetzt muss ich nur warten, bis das Gel ausgehärtet ist. Sonst nützt uns allen das nicht so viel. Das könnt ihr euch dann quasi aber schon mal so zur Seite legen. Na, so groß ungefähr, wie es French dann ist. Wenn ihr natürlich eine Folie habt, die ein bisschen kleiner ist, so eine Stücke und so, dann ist es natürlich pfiffig, wenn man, wenn man das dann zusammenstückelt. So müsste man es nennen. Jetzt schaue ich nochmal eben, was ich hier nochmal habe. Ah ja, genau, das ist auch gut, das auch. Oh ja, das können wir auch machen. So, ich habe hier noch so, wie heißen die Dinger? Ihr wisst, wie die heißen. Stripes, würde ich mal sagen. In schwarz. Haben aber auch so ein bisschen was von Lakritze, finde ich immer. Sie sehen immer so lakritzmäßig aus. Finde ich aber ganz cool. Die werde ich gleich noch so ein bisschen auf der Smileline verteilen. Oh, meine Lampe ist aus. Das ging ja schnell. So, dann habt ihr jetzt hier eure Folie und euer Dings da. Na, wie heißt das Dings da? Ihr wisst, was ich meine. Und dann legt ihr das am besten so drauf, dass es möglichst drauf passt. Und wenn nicht, würde ich jetzt sagen, habt ihr Pech. So, mit dem Finger ein bisschen antupfen. So, und das, was dann übrig bleibt, lasst ihr mit einer weichen Bürste ein bisschen abschrubbeln. Ich will das auch gar nicht so ordentlich haben. Also deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn man mit der Bürste noch so ein bisschen drin rumstickst. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Dann gibt es nämlich noch so Löcher. Und das sieht ziemlich cool aus. Ja, finde ich gut. So, jetzt gehe ich nochmal hin und hol mir nochmal mein... irgendein Gel, was ihr habt. Meine Güte, heute ist Tag des Froschens, glaube ich. So wie meine Stimme sich heute anhört, geht gar nicht. So schaut das aus. Ich mache jetzt einfach hier so diffus ein bisschen Gel drauf. So. Dann schnappe ich mir mein Glitzer und einen Spatel. Und streue das da drauf. Dann könnt ihr das noch lustig fröhlich ein bisschen verteilen. Jetzt werden einige wieder sagen, ja, wofür mache ich denn dann überhaupt das Smileline? Machen wir voll die Arbeit und dann machen wir wieder kaputt. Ja, manchmal ist das so. Man kriegt nichts geschenkt im Leben. Kinder, da müsst ihr durch. Davon stirbt man nicht. So schaut das aus. Finde ich eigentlich schon ganz niedlich. Einmal anhärten. Und dann den Aufbau drüber arbeiten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das dann rein theoretisch auch schon so lassen, weil ich finde es persönlich ganz schön. Man muss nicht immer was weiß ich was machen. Das tut nicht Not. Achso, Entschuldigung. Das brauche ich noch. So. Lass es mal so 20, 30 Sekunden anhärten ungefähr. Oder auch weniger, je nachdem, was ihr für ein Gel habt. Wenn ihr irgendwelche Gele habt, à la LED oder was weiß ich was für ein Kram, dann macht ihr das halt nur 5 Sekunden. Ich bin ja so ein bisschen oldschool in der Hinsicht. So. Wenn ihr das gemacht habt, am besten oben ansetzen. Euren Aufbau. Und so weit wie ihr könnt, ohne dass ihr ins Glitzer kommt, rüberziehen. Und dann am besten schwebend rüberziehen. Dann habt ihr nämlich auch nichts. Was dann, na gut, wenn dann mal eins haften bleibt, ist es halt so. Tada! So sieht das dann aus. Gucken, dass auch alles bedeckt ist. Das ist ganz wichtig. Wenn noch irgendwo was fehlt. Ich muss das hier mal einmal näher zu mir ranholen, weil sonst sehe ich nichts. So. Und dann wandert das ganze Gedöns
nochmal 2 Minuten ins Lämplein. Und danach einmal feilen. Und dann versiegeln. Und dann seid ihr schon fertig. So, wenn man so ein Design auf alle 10 Nägel macht, dann geht das natürlich ratzfatz. Dauert ja nicht lange. Wenn ihr sagt, mit der Smileline, auch da kann ich mich nicht mit anfreunden, dann macht sie halt krackelig. Ist dann auch nicht schlimm. Weil, ja, nee, ist nicht so schlimm. Muss man meine ganzen Glitzer hier wegsortieren. Möchte mir jemand ein Glitzer-Display sponsern? Ich brauche ein neues. Ich habe keins mehr. Es wird immer mehr. Und ich sortiere aus und es wird trotzdem mehr. Das ist auch echt, ja. Nein, ich bin nicht glitzersüchtig, aber ich finde einfach ganz viele Dinge toll. Das ist mein Problem. Naja, ich habe halt sonst ich rauche nicht, ich trinke nicht, von daher ist es, glaube ich, nicht so schlimm. So, ich werde euch auch nicht mehr zwischendurch ein bisschen aufräumen. So, James Bond ist auch einmal vorbeigelaufen. Meine lieben kleinen Süßen. Süßen? Nee. Also lieb seid ihr, definitiv. Klein, weiß ich nicht, kann ich nicht sehen. Süß? Naja, ist eigentlich nicht so ein Wort für Leute und Menschen und naja. Aber ihr wisst, was ich meine. Meine Lieben. So, jetzt warte ich auf diesen Mustertipp. Da pingelt schon wieder bei Facebook im Hintergrund. Ich habe das Video doch noch gar nicht online gestellt. Gedankenübertragung? Man weiß es nicht genau. So, jetzt mach hinne, du Lampe. Achso, Mustertipps versiegeln übrigens mit so einem UV-Schnell-Quickschein, irgendwas, blub. Alles, was ich so fürs Studio nicht wirklich brauche, weil nicht effektiv oder weil funktioniert nicht bei Kundschaft oder auch keine Ahnung, weiß ich nicht. Es gibt ja manchmal so Dinge, die nutzt man nicht. Das ist, ja. So, jetzt müsst ihr das Ganze einmal befeilen. Schön vorsichtig sein, damit ihr da nicht die Folie wieder runterfeilt. Ne? Also genug vorher draufbapsen. Ich mache das immer grob. Würde ich beim Nagel auch machen. Und dann gehe ich dann nochmal mit dem Wasser hinterher. Und dann haben wir doch schon ein traumhaftes Ergebnis. Gut abstauben. Und ihr kennt das Spielchen ja schon, ich versiegle das jetzt. Und ihr dürft das zu Hause gerne nachmachen. Und ihr braucht auch nicht so lange das Video gucken, bis das ausgehärtet ist. So. So schaut es aus. Finde ich, sieht cool aus. Ist ziemlich edel. Viel Spaß beim Nacharbeiten!